Moin, herzlich willkommen hier zur nächsten Ausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map Version 2.1 ohne Gräben. Wir haben jetzt zwei Methoden, wie wir automatisiert Ballen einfahren. Einmal indem wir hier mit der Gowail die Ballen tatsächlich erst hier vor Ort pressen und die direkt ins Ballenlager fallen lassen. Und einmal sind wir gerade unten auf Grasfeld 15, glaube ich, unterwegs. Und da, ja, da sammeln wir mit einem automatischen Ballensammelwagen. So, was ich jetzt noch machen muss, ich muss jetzt hier Kurse erstellen, um irgendwie vernünftig das alles abladen zu können. Und weil ich das natürlich von mehreren Feldern machen möchte, baue ich mir die Kurse so ein bisschen modular auf. Und ich fange jetzt einmal hier an. Ja, dann kann ich mir die Kurse nämlich nachher zusammenstellen, wie ich möchte. Und bin da so ein bisschen frei, was das angeht. Wissen, dass wir mit dem Traktor den Kurs ohne Anhänger einfahren müssen, wenn wir so rückwärts fahren, machen wir das auch. Jetzt bist du dran. Da lädt er ab. Und dann fahre ich ein Stück wieder vor, aber nicht zu weit, sondern nur so bis hierhin. Weil ab hier kann ich dann nämlich neue Kurse beginnen. Ballen zu Gowail. Müsst ihr jetzt nicht verstehen, was ich hier mache? Also, versteht ihr sowieso. Ja, die anderen Ballen werden entladen, das funktioniert, das automatische Entladen. Finde ich sehr geil. So, ich möchte mal eben Kreuzungspunkte anzeigen lassen. Kreuzungspunkte sind Punkte, wo man Kurse praktisch miteinander verbinden kann. Also zum Beispiel einen Startpunkt und einen Endpunkt von einem Kurs. Ich sehe ja jetzt auch, ne, hier ist ein Kreuzungspunkt. So, da fahre ich jetzt mal drunter. So ungefähr jedenfalls. Ansage. Kursaufzeichnung beginnen. Jetzt kann ich nämlich gleich die Kurse schön miteinander verwursten. Ich muss gleich noch einmal einen Kurs zurückfahren. Aber das ist ja kein Problem. BGA, Silageverkauf läuft auch. So, und jetzt fahren wir hier aufs Feld. Zwar irgendwo hin, wo wir alle Punkte vom Feld erreichen können. Und dann sage ich hier mal Stopp.
Nein! Ah, ich bin so doof. Ich wollte den Kurs speichern, ich habe ihn gelöscht. Ah. Egal. Machen wir nochmal. Muss ja sowieso auch einen Kurs nochmal zum Lager hin aufzeichnen. Und sagt dann hier mal Kursaufzeichnung beginnen. Bisschen ruckelig hier, ne? Oma, Oma. Dann hier nur rum. Und hier dann hin. Und dann irgendwie so kurz vor dem Dingens, da bleibe ich stehen. Stopp. Das nennen wir dann Ballen von G1. G01. Gespeichert. Ach, Experience, wenn es dich nicht geben würde, dann hätte ich, glaube ich, Cosplay heute noch nicht verstanden. Weiß auch nicht, ob ich schon verstanden habe. Aber manchmal komme ich ja doch damit klar. So, und jetzt fangen wir hier einen neuen Kurs an. Fahr den so hin, dass er jeden Punkt des Feldes erreichen kann. Sage dann hier Stopp. Nenne das dann wieder Ballen zu G01. So. Was haben wir jetzt alles gemacht? So. Wir haben jetzt einmal Phase 1 Big M. Das ist der Kurs, den der Big M gefahren hat. Den lade ich jetzt als erstes. Ich mache mal hier oben das Fenster auf, dann sieht man das besser, ja? Das ist der Kurs, den der Big M bisher gefahren hat. Dazu laden wir uns jetzt die neu gemachten Kurse, die ich gerade eingefahren habe. Und zwar will ich vom Grasfeld 1 zu dem Ballenlager fahren. Ja, bis da hinten. Dann will ich da zur Gowail fahren. Von da aus will ich wieder hier zurück zum Grasfeld fahren. Jetzt habe ich den Kurs erstellt. Und dann sage ich ihm speichern. G01. Zu Gowail. So. Ich schalte das mal wieder aus. Und ich suche mir mal. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn aufgehört? Natürlich ein Feldarbeitskurs. War denn
dann auf einmal Schluss. Ja. Hier war auf einmal Schluss. Und jetzt sammelt er erstmal alleine. Das möchte ich jetzt echt sehen, ob der das wirklich macht. Wir können zwischendurch mal hier... Ah, der Klaas Axion hat sich wieder gefangen. Das möchte ich jetzt sehen. Weil wenn das funktioniert... Klaas hat sich nicht gefangen. Doch, er hat sich gefangen. Gut, er wird nicht alle einsammeln, das ist klar. Aber doch ein paar. Da steht sie. Igoweil. Und wie viel habe ich jetzt hier schon drin? Schon 16 Ballen. Ist ja auch nicht nix. Kann man nicht anders sagen, ne? Ist leer. Klappe können wir zumachen. Netz müssen wir bald nachfüllen, wie auch immer das geht. Muss es da auch noch eine Möglichkeit geben, dass ich das... So. Ja. Schauen wir mal. Der fährt da, geht gleich ab automatisch. Jetzt gerade muss ich sagen, gefällt mir das ganz gut. Wenn das denn hier auch funktioniert. Wir beobachten das mal. Hier steht natürlich auch gleich irgendwann der Big M im Weg, aber den kann ich ja umsetzen aufs nächste Feld. Weil wenn das hier automatisch so funktioniert, finde ich das großartig. Ja, und warum fährt er jetzt nicht automatisch? Ah, okay, weil es keine kombinierten Kurse sind. Okay. Fahrer entlassen. Da muss ich den Kurs neu bauen. Klar, war auch völliger Quatsch, was ich da gemacht habe. Ich habe das G01 zu Goweil genannt, ne? War auch völliger Quatsch. So.
Ja, da ist die Zeit um. Trotzdem, das machen wir noch eben schnell. Und zwar... achso, unter Ballen hatte ich das ja. Mhm. Okay. Von... und dazu. Das Ganze speichern wir ab unter G01 zu Boal. Löschen den Kurs und nehmen dann hierfür G01. Da müssen wir die Kurse kombinieren, das ist das Problem. G01 erst den BPM, dann zu Goweil. Dann sagen wir fahren. Ah, das musste er gleich eigentlich. Warum macht er das jetzt nicht mehr? Warum macht er das nicht? Die mal eben vom Feld runterfahren, mal gucken, ob er es dann rafft. Das ist ja eigentlich nichts anderes, was wir jetzt machen. Ja, klar muss das Gerät abgeladen werden. So. Dann laden wir jetzt erstmal nur den E01 zur Go-Reihe. Doch doof. Habe ich doch schon wieder was falsch gemacht. Jetzt gucken wir uns das noch eben an, ob der da bis dahin fährt. Also ob das auch mit dem Abladen klappt. Und den Rest sehen wir dann, würde ich sagen, morgen in der Folge, am Montag. Ne? Wenn hier das Prinzip einmal klappt, dann ist es ja auch kein großes Problem mehr. So, hier sind nämlich die, hier sieht man die beiden Kreuzungspunkte. Hier habe ich jetzt praktisch die beiden Punkte oder die beiden Kurse miteinander verbunden gehabt, dadurch, dass ich sie nacheinander geladen habe. Gucken, ob das mit dem Abladen hier klappt. Das funktioniert. So, der fährt auch wieder zurück. Pressen. Dann kommt ein Ballen raus. Und der wird... Wurde der jetzt eingelagert oder wurde der nicht eingelagert? Ja, wurde. Hier liegen einfach nur noch ein paar ungewickelte Silageballen rum. Okay. Kein Drama.
Er fährt jetzt zurück zum Hof. Die macht hier fleißig weiter. Dem anderen müssen wir jetzt gleich mal sagen, was er machen soll. Und zwar ihm hier. Aber entlassen. Kurs löschen. Ist Feldarbeit und ich weiß nicht, wo er aufgehört hat. Ich habe jetzt gerade tatsächlich gar nicht drauf geachtet. Ich meine hinten auf der Gegengeraden, ne? Aber egal. Das sehen wir morgen. Ich bedanke mich erstmal bei euch. Und sagt ciao.